Stadium Arcadium besteht aus 28 Songs, aufgeteilt auf 2 CDs. Das ist eine Menge. Und ich habe gelesen, eigentlich war geplant, 3 CDs zu machen und die in einem 6-Monats-Abstand zu veröffentlichen. Ah, krass. Das weiß ich nicht so genau. Also ich wusste, dass sie sogar noch Songs rausgehauen haben, dass es irgendwie noch so 7, 8 Songs mehr gab. Genau, die sind auf den B-Sides gelandet und ich glaube, sie haben 39 Titel in den Sessions erarbeitet. Und ursprünglich war geplant, halt 3 Einzelalben rauszubringen. Das hat dann Green Day ein paar Jahre später quasi die Idee geklaut, Uno, Dos, Tres da rauszubringen. Ah, ja. So ist das nämlich. So ist das. Im Showbusiness. Aber so wie es gelaufen ist, finde ich es auch gut. Und man kann die B-Sides sicher anhören, wenn man das möchte. Genau, das als kleiner Fact nebenbei. Und jetzt spielen wir einen Song, der heißt Strip My Mind. And love again. Hard to say this, but the 80s made me feel like I'm in love again. Yeah, yeah. Ooh. Please don't strip my
you blow another compensation. Thank you.
saw it all so clear. Write it down and bend your ear. You follow clear of the tune. We could take a walk into the canyons off Fifth Avenue. Sing and dance, just to name a few. Just for you. And if I saw the star fall down, I'd pick it up and make a crown. One that wasn't perfect fit for you. We could take a walk to the apologies by the school. We could make a little residue. We could find a place to stay a secret little hide. Thank you.
shadow side, so amplified, keeps coming back to satisfy elementary sun. But it's all my love affair everywhere, so innocent, why do you care? Someone stop the car, time to go. You're the best I knew. My sunny side is up and died. I'm betting now that we collide. The universe will shift into a low. The travesties that we have seen are treating me like bands of dream. Automatic laughter from a pro. But it's so old. The disrepair of normal gene could not compare to your routine. Melorama beauty going door to door. My, what a good day for a walk outside. I like to say we need it for a better hour. Motivated by a lack of doubt, I'm constantly
sheet on to itself. Poke alone, long be laughing out. You are there, fascinated by the look of you. What was said? They can play, they are the brightest light. Oh, not the world, and the love unto itself. Look alone, I'll be laughing after you are dead. They can play, for all the brightest mind and life was shared. Whoopsie doodle. Ah. So, wir brauchen ein Skankface-Emoji. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, El Arno. Mal schauen. Es wird ja Emojis geben, personalisierte Emojis für die Kanäle. Und ich glaube, dass ich das bald freischalten werden kann. Und wenn ihr da gute Ideen habt, was wir an Special Emojis für diesen Kanal freischalten können, dann sagt mir das gerne. Das finde ich auf jeden Fall gut. Skankface, von mir oder von Raphael. ich fände es auch gut, wenn Raphaels Face irgendwie als Emoji auftauchen würde in Streams, wo er gar nicht dabei ist. Mhm. Finde ich sehr gut. Ich habe da noch so ein paar Faces übrig vom vom Fotoshooting für mein Bachelor-Konzert. Oh ja, oh ja. Das kann ich dir providen. Oh yes, das ist angesagt. Oh geil. Oh ja, Mann, das ist voll gut. Genau, das Lick ist schon gesetzt, das habe ich auf jeden Fall in Planung. In welcher Form auch immer. Da überrasche ich euch dann. Genau. Puh. Ich muss mal kurz schauen, was jetzt hier. Ich habe mich nämlich irgendwie vertan. Ach so, ich bin ja vorgesprungen. Ich habe ja was eingewoben, was nicht geplant war. Okay. Raphael. Ja. eigentlich muss ich, also erstmal muss ich den Chat sagen, gib doch mal bitte für Raphael Big Up und Applaus. Oh, wow. Habt ihr das gehört bei If, was da abging? Lupino hat es direkt geschrieben, bitte niemals damit aufhören. Das war auf jeden Fall an dich gerichtet, Raphael. Ich habe es nicht geschrieben. aber du hast es gespielt. Mhm. Im Übrigen wir hatten ja über Come On Girl geredet. Ne? Mhm. Was die abgefuckteste Bassline ist, die man sich so vorstellen kann. Und ich habe ein Interview gesehen, wo Flea ganz deutlich darauf hinweist, dass es mit Abstand das anspruchsvollste Ding ist, was er jemals gemacht hat und dass es auch kaum aushält, was eigentlich viel zu krass ist. Ich glaube, ich habe das Gleiche gesehen. Genau, hast du, ich habe mir heute ein Video angeschaut, das geht eine Stunde lang, wo die Peppers über ihre Songs reden, von Stadium Arcadium. Über Stadium Arcadium konkret, ja. Genau, über so Song für Song durchgehen, ja. Alle vier. Für alle Fans, das ist richtig, richtig cool, sich das anzugucken. Und es ist quasi nach Vollendung des Albums, nachdem die Auswahl der Titel getroffen wurde, aber noch vor Release. Also die wissen da noch nicht, welche Singles tatsächlich ausgekoppelt werden und sowas. Es ist ganz frisch und da reden sie über diesen Stuff. Und es ist super sympathisch und es sind ein paar schöne Insights, die man da kriegen kann. Und das Lustige ist, ich habe dann mitbekommen, ich habe das geguckt, nachdem ich den Wikipedia-Artikel sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gelesen habe. Und im Prinzip besteht der halbe Wikipedia-Artikel von Stadium Arcadium sowohl im Deutschen als auch im Englischen nur aus Zitaten aus diesem Video. Das ist also richtig krass. Das ist also durchaus offenbarend darüber, wie dieses Album so entstanden ist. Und ich fand das super cool. Und du meinst diese Interviews, wo die so auch in Pärchen eigentlich sitzen. Also da hast du Flea und Anthony Kiedis. Genau.
in Anthony Kiedis Haus oder so und dann John Frusciante und Chad Smith in John Frusciantes Haus. Irgendwie so. Ja, genau. Und sie reden darüber, wie, wie sie manche Songs erjammt haben, wie manche Songs jemand irgendwas mitgebracht hat, was sie für ein Mindset hatten, was sie vielleicht nicht Vorlagen, aber was sie an Inspirationen hatten, an musikalischen. Und wo es auch um die Texte geht. Genau, das kann ich euch nur ans Herz legen. Sind sehr, sehr viele interessante Sachen dabei, auch von den Songs, die wir heute gespielt haben. Voll. Und ich habe die alle nochmal neu gelernt zu hören und zu verstehen und auch die Basslines. Es ist super sweet, Flea, da zuzuhören, wie er alle paar Songs sagt, oh, that's the best Bassline. Ja. Best Bassline I've ever made oder so. Und das sagt er mit Recht. Auf jeden Fall. Stadium Arcadium, nur ganz kurz, was ist für dich das Besondere an Stadium Arcadium jetzt im Vergleich zu anderen Peppers-Alben? Oh, gute Frage. Na, ja, wir haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also, ich finde, also Stadium Arcadium ist für mich das Album, wo die Peppers sich am besten gefunden haben irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist so das stimmigste Album in sich. Es gibt eigentlich nur gute Songs auch. Das finde ich ist auch nicht auf jedem Peppers-Album der Fall. Und auf eine Sache will ich auch mal ganz besonders hinweisen, sind die Gitarren-Soli. Die finde ich einfach unfassbar. Ja. Krass. Definitiv, ja. Ja. Also jetzt nicht unbedingt von der technischen Komponente, also auch, aber auch, also wie die sich in die Songs einbetten und wie John da immer genau das Feeling vom Song trifft, das pustet mich immer wieder weg. Das ist krass, ja. Auf jeden Fall. Es wird ja auch, es wurde mehrfach darüber gesprochen, dass das Album ist, wo John quasi ein bisschen den Bogen spannt, hat ja nach seiner einschneidenden Drogenkarriere in den 90ern, als er wieder zu den Peppers gekommen ist, 99, ja erstmal sehr, sehr reduziert gespielt und eigentlich den ultimativen Less is More Gitarristen gegeben und das hat er auch geschafft. Und bei dem Album ist er aber plötzlich wieder so, bäm, da kommt plötzlich alles raus, was sich aufgespart hat, wo man weiß, so in den frühen Alben, da hat er sich völlig verausgabt, hat total reingeschrotet und das kommt dann wieder, aber irgendwie mit dieser Lebenserfahrung im Rücken und das ist super, super spannend und trotzdem nicht steril, so, es ist halt richtig, richtig fett, also heute vielleicht nicht mehr, aber morgen alle nochmal ins Stadium Arcadium reinhören, ja, geil. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Voll, ich mich auch. Und dass dieses Album uns so verbindet, dass wir das gefunden haben und dass wir jetzt diesen Anlass und dass es auch noch heute an einem Mittwoch ist und alles. Ja. Geil. Aber ist es tatsächlich an dem 5. Mai 2006 erschienen? 5. Nee. 5. 2006. Echt, tatsächlich, ja. Krass. Genau so. Ich hatte nur so Anfang Mai im Kopf, aber ja, krass. Nee, wir haben es genau abgepasst. Und heute ist mir schwer bewusst geworden, dass tatsächlich 30-Jähriges von Blood Sugar Sex Magik dieses Jahr auch ist. Aha. Das Album ist 30 Jahre alt. Das ist jetzt quasi ein Oldie. Das, also Under the Bridge ist definitiv ein Oldie mittlerweile. Ja. Ja, das schreit nach einem neuen Stream, oder? Karl Marx Geburtstag. Richtig? Auch richtig, wer hat heute noch Geburtstag? Adele hat heute auch Geburtstag. Ich glaube, Robbie Nakayama hat heute auch Geburtstag. Robbie! Wenn ich mich nicht irre. Wo ist die Robbie-Cam? Ich müsste die hier gleich dazu schalten. Ach, schade, dass er nicht da ist. Würde ich an meinem Geburtstag einen Robbie-Stream gucken? Auf jeden Fall. Klar. Ist aber nicht kein Vorwurf. Alles gut. Just a joke. Hey. Ich freue mich, dass ich muss mal kurz Bonus-Kommentar lesen. Auf der blauen war alles das, was kleine Hähnchen macht, nur auf der roten war. Naja, dafür gibt es halt viele Songs. Es war auf dem Album auf jeden Fall für jeden was dabei.
Und ich glaube, das Album wurde, es stand dabei, das Album wurde in nur in einer einzigen Kategorie, die es hätte bekommen können, nicht nominiert. Ansonsten wurde es in allen nominiert bei den Grammys, damals es veröffentlicht wurde. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, ist ein krasser Rundumschlag gewesen. Und genau, schön, dass euch das Format gefällt. Wir spielen jetzt noch einen Song und der heißt Hey. Genau. Let's check this out. Dass wir jetzt natürlich heute nicht alle Hits spielen, ist klar. Wir wollen ja auch in das Album tief reingehen. Die Hits kommen dann bestimmt irgendwann mal so reingeplätschert in meinen Stream. Mir wird immer so zwischendurch klar, scheiße, es gibt ja so viele Peppers-Songs, die ich eigentlich singen könnte und ich vergesse es immer. Aber das hole ich nach. Vielleicht sogar mit... supposed to do. We don't wanna sit up for the kill, but that's what I'm about to do. Added on, I cut you off when you're screaming into the phone. To own. Anyway, I wanna let you know that everything is on hold. What you gonna do to me? You used to be so warm and affectionate. All the little things you used to hear my favorite say, but now you're quick to get into your regret. I think I'm falling, now you gotta give it all away. Hey, oh yeah. Hey, oh
it's time to walk away. We don't wanna set up for the kill. That's what I'm about to do. I don't wanna have to, but I will. That's what I'm supposed to do. We don't wanna set up for the kill. That's what I'm about to do. Hey, say for a while if I stay. Say for a while if I may. And again and I come around, but for the last time. Hey, what would you say if I stage? Change everything but my fame. Play it again and I'll come around, but for the last time. Mr. Raphael Seidel, on the bass, ihr Lieben. Wir kommen so langsam zum Schluss. Wir stoßen noch einmal an.
Cheers. Was heißt denn das hier? Schon. Was heißt denn das? Wir sind schon seit um 8 hier. Ganz kurz nochmal an Raphael. Also vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Mitspielen, fürs Möglichmachen. Na, bitte gerne. Also, klar. War mega schön und ich hoffe, wir machen das eines Tages wieder. Mhm. Und genau, wenn du jetzt nicht gerade mit mir spielst und hier im Stream alles geiler machst, was treibt dich gerade im Moment so kreativ um? Du hast eindeutig zu viel Bier getrunken. Ich? Du meinst meine, ich kann es nicht mehr richtig einschätzen. Ja, ist gut. Wo treibe ich mich rum? Ich habe eine eigene Band, die heißt Still in the Woods. Wir waren in Russland vor 2 Wochen inzwischen, 1,5. Das war krass, wir hatten ein Konzert in St. Petersburg mit Leuten. Bells Around St. Petersburg. Genau. Ich hatte die ganze Zeit einen Ohrwurm von dem Stadium Acadium Lied durch die St. Petersburg Textzeile. Ja. Geil. Das fällt mir gerade so spontan ein. Da seid ihr mal spontan hingefahren. Da sind wir mal so spontan hingefahren. Das ist crazy. Ja. Das ist nee, es war verrückt. Da haben halt, hat halt alles offen, ne? Kneipen, Restaurants, Konzerte. Und wir hatten einen Gig mit so, weiß nicht, 200 Leuten vor der Bühne oder so. Ja. Das ist voll abgefahren. Aber hier in Deutschland kommt ja natürlich jetzt gerade nicht so viel zum Spielen, ab und zu mal ein Stream. Aber ich habe gehört, ihr macht Recordings und oder beziehungsweise habt Recordings gemacht. Wie ist ja da der Stand? Ja, wir haben neues Zeug aufgenommen. Wir haben auch eine Single, die bald kommt. Und zwar für Anfang Juni ist sie jetzt geplant. Genau, und wir waren auch im Studio und gehen auch nochmal ins Studio im Juni, haben unsere Studiozeit auf so 2 Phasen aufgeteilt und da kommt neuer Stuff, ja. Erstmal eine neue Single im Juni, genau. Nice. Wir dürfen gespannt sein. Checkt das mal aus, wenn ihr das noch nicht kennt. Die meisten werden es kennen im Chat, weiß ich, aber ein paar sind dabei, die Raphael vielleicht zum ersten Mal sehen. Still in the Woods. Hallo an diese Menschen. Und Raphael Seidel natürlich auch auf Instagram folgen. Ganz wichtig. Da kriegt ihr alle Hot Topics mit. Und, genau. Und schreibt gerne mal, genau, wie es euch gefallen hat, wie euch das Format gefällt. Könnt ihr gerne auch in den nächsten Tagen auf Social Media mal mir schreiben. Bisschen Feedback. Würde ich mich freuen. Und jetzt noch eine ganz kleine Sache in eigener Sache. Ich habe es natürlich vergessen zu verlinken, weil ich so ein Profi bin. Aber für alle Interessenten, die jetzt vielleicht nicht auf Twitch angemeldet sind und in nächster Zukunft vielleicht geplant haben, zu subscriben, wenn das bald möglich ist, für alle anderen und auch für diejenigen, ich habe mir jetzt eine Patreon-Seite eingerichtet. Das ist the big announcement. Oh, wow. Oh, yeah. Es gibt jetzt eine Patreon-Seite. Die werde ich natürlich euch verlinken. Die gibt es auch auf Twitch verlinkt dann in den nächsten Tagen und auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Krass. Und da kann man mich unterstützen. Schon ab 1 Euro pro Monat. Und genau, was ich euch dort anbieten kann, ist ein bisschen unveröffentlichtes Material als Special-Deal. Und ansonsten habe ich natürlich auch Bock da, ist, glaube ich, eine gute Plattform, um ein bisschen zu kommunizieren, Ideen auszutauschen, Feedback zu geben. Ich glaube, dafür ist es sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen. Ich verlinke euch das und werde es im nächsten Stream nochmal sagen, weil dann vielleicht habt ihr es bis dahin vergessen. Genau, habe ich auf jeden Fall Bock drauf und wir werden mal sehen, wie das hier alles weitergeht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr auch bei dem Format mit dabei seid, an alle Gäste, die noch nicht hier waren vorher. Vielen, vielen Dank dafür. Danke an Raphael. Richtig, richtig nice. Danke dir. Geil. Hey. Und jetzt zum Abschluss kommt der letzte Song des Albums. Und das ist
das ist Death of a Martian. Der geht manchmal ein bisschen unter in dieser ganzen Reihe von großartigen Songs und ist aber ein sehr, sehr geiler Song. Ich habe heute gelernt, dass Martian, ich habe mich immer gefragt, Death of a Martian, was soll das sein, worum geht's da? Martian ist der Hund gewesen von Flea. Ah, krass. Den er zur Jahrtausendwende hatte. Das muss ein Riesenvieh gewesen sein. Irgend so ein riesiger, schwerer, gutmütiger Hund, der in der Zeit, wo Californication aufgenommen wurde und beziehungsweise davor, wo sie sich in der Garage getroffen haben, der immer da war, der immer auf die aufgepasst hat, der so ein bisschen der Schutzpatron war dieser Band zu dieser Zeit. Und der ist dann irgendwann verstorben und da hat Anthony dann einen Text geschrieben und der Text ist tatsächlich über einen Hund. Und ich finde es super süß, mir das vorzustellen, dass dieser gutmütige, große, alte Hund hier ein Denkmal gesetzt bekommen hat mit diesem Song. Das erweicht cool, mir das Herz. Ja, großartig. Auf jeden Fall, das ist der letzte Song. Wir sehen uns bald wieder. Spätestens nächste Woche sehen wir uns. Und bei Raphael, guckt ihr mal rein auf Social Media und dann wird alles geil. These are the things that I
pocket donkeys below emotion. Nick the wires and let the trumpets blow. Our girl is gone. Bless us a little soul. Lots of love and keep it coming. Make something out of nothing. This is not her law in case the one who can afford to face the image she stored to grace disappeared, no trace, musketeered suitcase. The downturn brave, the burn cut bare, careless turn of snare rampages, pitch color pages. Down and out, but not in Vegas.
disembark and disengage, snow laughed. Sweeping canary cages, plumber popped you skin fortitude for the sniffing black noses that snore and allude to dangling trinkets that mimic the dirt cuff gold trinkets. It's for you, blue battered navel down slip kisses delivered by dark muscles and bottlenose grifters. Arrive in time to catch the late show. It's a behalf barrel raised behalf diamond chase. Waste a feature to try and fail the reacher and bust beneath the box in the closet that's lost. The kind that you find when you mind your own business. Shift sisters through the quickness for it blisters into a blue morning milk blanket. Your ilk is funny to the turnstile touch bunny whose bouquet set a course for bloom without decay. Get your broom and sweep dickles of yesterday's fallen crackles away. Thank you.
We'll be right back.
California, rest in peace.
Das war's von uns. Es ist leider, können wir nicht, jetzt habe ich es erst gesehen, dass wir nicht aufhören sollen. Es tut mir leid. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch, definitiv. Es war uns auch ein großes Vergnügen, mit euch zu chatten und zu quatschen. Und ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Weiterempfehlen und Feedback geben. Und das nächste Mal Mittwoch alleine, aber vielleicht gibt es bald mal wieder einen Gast und vielleicht gibt es auch bald wieder Raphael und vielleicht gibt es auch News von uns beiden oder mit irgendwelchen anderen Verstrickungen, weil wir ja so, wir machen ja diverse Dinge miteinander, die wir in der Öffentlichkeit nicht zugeben wollen. Aber na. Raphael. Entschuldigung. Geil. That's my man. Das seid ihr. Ihr seid geil. Und wir sehen uns nächstes Mal. Habt euch lieb. Und wenn ihr was übrig habt an Geld, dann spendet gerne über das PayPal-Me-Link-Konto. Und das war's. Habt euch lieb. Bleibt gesund. Und ärgert euch nicht gegenseitig. Mhm. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Mua.